Ja, servus Leute, der nächste Vlog von mir. Ich bin gerade wieder echt mächtig am Schwitzen, Schmitzen, ja. Am Schwitzen bin ich. Liegt wohl daran, dass ich heute ein bisschen später aufgestanden bin, weil ich länger arbeite und dementsprechend konnte ich am Morgen nicht so gut durchlüften, beziehungsweise habe auch die Rollos offen gelassen und die Sonne hat natürlich voll reingescheint. Und wenn das dann bis 9, 10 geht, dann heizt sich die Wohnung immer schon ganz schön gut bei mir auf, vor allem wenn es so 4, 35 Grad warm werden soll. Ich muss jetzt nochmal die Kamera in eine andere Hand nehmen. Und ja, das ist dann schon echt immer ein bisschen schwierig hier drinnen. Und ich habe aber ein paar Lüfter und die mache ich auch an. Mein Urlaub war ziemlich cool. Also ich habe wirklich das genossen, habe zweimal Party gemacht, was natürlich jetzt für meine Blutzuckerwerte nicht so cool war. Gab aber auch einen gewissen Anlass dafür. Ich muss mir mal die Schweißperlen schon wieder runter wischen. Ja. Kommt jetzt nicht ganz so oft vor, dass ich in so einer kurzen Zeit hintereinander zweimal einen Vollrausch habe, aber kam vor und hat mir aber auch ein bisschen gezeigt, dass ich jetzt gerade mal mich auch wieder ein bisschen gesünder ernähren will und sowas. Ich überlege gerade, eine Saftkur zu machen tatsächlich. Also ich hatte schon mal eine gemacht vor meiner Zeit, als Typ 1 Diabetes festgestellt wurde. Jetzt bin ich am Überlegen, ob ich erneut eine mache. Es gibt ja immer so diese Wahl zwischen 3 oder 5 Tagen. Das ist, glaube ich, so das Hauptsächliche. Wahrscheinlich kann man es auch 2 oder 4 Tage machen, ist ja wurscht. Ich glaube, ich würde das 3 Tage machen. Allerdings ist das natürlich als Diabetiker ein bisschen schwieriger. Was cool wäre, ich hätte natürlich auch für euch einen super Content. Also das ist ja auch mega interessant. Ich fand es auch sehr interessant, habe da auch schon versucht, was zu suchen im Internet. Ist dann auch eher immer ein bisschen schwieriger. Ja, ich will allerdings erst mit meinem Diabetologen sprechen. Ich habe da nächste Woche einen Termin ausgemacht, weil ich eh mal wieder zur Untersuchung muss. Ich habe heute eben mega viele Arzttermine ausgemacht. Also ich habe einen Augenarzttermin gemacht, um mal wieder meine Augen ein bisschen durchchecken zu lassen. Ja, muss ich mich gleich hier reiben. Augenarzttermin, Allergologe. Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, dass ich seit einem halben Jahr ja so ein, zwei Allergien entwickelt habe. Also ich bekomme bei ganz vielen Sachen immer eine etwas dickere Zunge, beziehungsweise fühlt sich die dann sehr, sehr empfindlich an, was auch mega weh tut. Also ich kann teilweise Salate nicht mehr essen. Ich habe schon so eine Richtung, in was es gehen könnte, dass ich irgendwie so Probleme mit Essig oder sowas habe. Aber hundertprozentig sagen kann ich es nicht, weil es gibt auch manchmal dann Salate, da esse ich dann den Salat auch mit Essig und da kommt dann gar nichts. Aber teilweise kann ich dann überhaupt nichts mehr essen. Deswegen möchte ich das unbedingt mal abchecken lassen. Ich habe noch einen Zahnarzttermin gemacht und wie gesagt zum Diabetologen, weil ich das mal checken lassen will. Beim Augenarzt, da will ich auch mal wegen am Augenlasern nachfragen. Also ich spiele ja schon länger mit dem Gedanken, mir die Augen lasern zu lassen. Habe da auch schon viel nachgeforscht im Internet. Und das Problem ist ja auch, so als Typ 1 Diabetiker ist das schon schwierig. Also ich meine, ich habe auch oft Tage, also ich brauche immer wieder eine Brille, zum Beispiel zum Fernsehschauen oder Autofahren habe ich eine auf, aber ansonsten eigentlich nicht, nur wenn ich eben im Monitor schaue oder Auto fahre. Stört mich aber schon mittlerweile, weil es auch immer schlechter wird und vor allem, wenn ich mal Tage habe, wo meine Werte nicht so gut sind, ist es dementsprechend natürlich auch mit den Augen teilweise schlechter und ich merke das schon. Deswegen ist es natürlich recht schwer, da die genauen Daten dann für die Augen zu bestimmen und sich halt eben lasern zu lassen. Deswegen, ja, weiß ich nicht ganz, wie ich das mache. Will ich mal mit dem Augenarzt dann nächste Woche besprechen. Ja, dann mit meinem Training läuft es eigentlich super. Also ich habe hier zu Hause so Gerätschaften, bis zu 20 Kilo Hanteln auch. Allerdings wird mir das irgendwie langsam ein bisschen zu wenig. Also ich komme gerade an den Punkt, wo ich entweder sehr viel Geld investieren muss für noch mehr Gewicht oder wieder ins Fitnessstudio gehe. Da bin ich irgendwie noch nicht so ganz dahinter, was ich wirklich machen will. Fitnessstudio wäre schon mal wieder cool. Da könnte ich auch natürlich noch mehr verschiedene Übungen machen. Allerdings ist es natürlich auch mit viel Geld verbunden. Und ich war ja auch schon öfter im Fitnessstudio. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin dann auch nicht immer so der Fan, wenn dann so viele andere Leute da sind und man halt irgendwie so in Ruhe trainieren will. Ja, muss ich mir wie gesagt noch ein bisschen überlegen, was ich da mache. Und ja, also was mega cool ist, ich werde endlich nächste Woche tätowiert. Also ich will mich ja schon länger neu tätowieren lassen. Ich glaube, ich habe angefangen im März 2020 einen Termin zu machen und mein Tätowierer und ich haben das dann so gefühlt alle 2 Monate verschoben, weil eben mit dem Corona das nicht möglich war. Und jetzt hat nächste Woche ist es endlich soweit. Ich habe witzigerweise immer noch nicht hundertprozentig ein Motiv. Also ich suche gerade noch
Ja, ist jetzt schwierig zu sagen, weil ich will euch da auch so ein bisschen dann überraschen, in Form auch mit einem Video. Also ich habe auch überlegt, da ein Video dann zu drehen, damit ihr da auch so ein bisschen mal mitbekommt, wie das eigentlich so beim Tätowieren ist, wie da meine Blutzuckerwerte sinken oder steigen, was da so Sache ist, auch über einen längeren Zeitraum, weil ich werde, glaube ich, 8 Stunden lang tätowiert insgesamt. Hat so mein Tätowierer ungefähr ausgerechnet und ich würde ihm dann auch so ein, zwei Fragen stellen, wie das eigentlich so ist, um Diabetiker mal zu tätowieren. Ich glaube, das wird eine ganz coole Sache. Jedenfalls, da freue ich mich an drauf, suche allerdings noch ein Motiv und dafür bleibt mir nicht mehr allzu viel Zeit. Also ich muss mich da jetzt echt mal dahinter hocken. Da war ich echt so ein bisschen faul. Ich hatte ein, zwei Ideen, mit denen ich ja auch den Termin gemacht habe, aber hat sich dann schnell wieder verworfen und ich habe, ja, ich brauche da was anderes. Wenn ihr dann die Stelle am Freitag seht, oder ich euch die Stelle zeige, dann werdet ihr da mit Sicherheit nachvollziehen können, dass ich da jetzt nicht unbedingt gewisse Sachen mit tätowieren lassen kann. Ja, spätig gesagt. Naja, egal. Lasst euch einfach überraschen. Ich will auf jeden Fall schauen, dass ich da auch ein Video dazu mache. Ich freue mich da auf jeden Fall mega drauf. Und ja, irgendwie heute noch den heißen Tag überwinden. Wenn es bei euch auch so heiß ist, ich hoffe, ihr schafft es. Ich habe heute leider sehr lange Arbeit, dass ich nicht mal rausgehen kann. Also, wenn ich rausgehe, sagt mein Handy, dass es schon wieder seit 2 Stunden am Regnen ist, wenn ich rausgehen kann. Und die nächsten Tage wird es auch regnerisch. Mal gucken. Ich wünsche euch einen schönen restlichen Tag, eine schöne restliche Woche. Am Donnerstag hört ihr das nächste Mal von mir. Da bekommt ihr eine neue Rubrik von mir. Ich habe mir da was Neues einfallen lassen, finde ich recht interessant. Habe ich auch selber was gelernt. Ihr könnt was lernen und auch alle Nicht-Diabetiker können was lernen. Bis dahin, tschüss.